Finofurt, 28 Gartenlauben aufgebrochen, Elektrowerkzeuge gestohlen. Eberswalde, aufgebrochener Keller im Mehrfamilienhaus. Hönow, Einbruch im Einfamilienhaus. Neuenhagen, Kupferrohre gestohlen. Brandenburg-Havel, Diebstahl eines Ackerschleppers mit Anhänger. Großbeeren, Kupferdach von Trauerhalle. Das sind nur Auszüge aus den Polizeimeldungen der Polizeidirektion Nord, Ost und West von diesem Wochenende, die uns bis kurz vor der Sendung vorliegen. Ja, klar, dass diese Meldungen verunsichern. Und die gegenwärtige Polizeireform, vor allem die Reduzierung von Polizisten, die befeuert dieses Unsicherheitsgefühl natürlich noch zusätzlich. Gleich sprechen wir dazu mit dem Innenminister von Brandenburg. In Seelow, nahe der polnischen Grenze, gehen selbsternannte Hilfs-Sheriffs deshalb schon seit Jahren auf Streife. Kurz nach 20 Uhr in Seelow. Udo Schulz und Klaus Schneider machen sich auf den Weg. Zwei Stunden lang werden die beiden in der Stadt auf Nachtstreife gehen, als sogenannte Sicherheitspartner. Keine Polizisten, einfach engagierte Bürger. Von der Polizei sind sie offiziell anerkannt und ausgestattet mit einem Ausweis und ein paar Hilfsmitteln. So, Taschenlampe, Funktionsprobe, brennt. Einsatzbereit. Wir haben hier noch eine Einwegkamera. Seit 10 Jahren schon nehmen Schulz, Schneider und 8 weitere Seelower die Sicherheit hier in die eigenen Hände. Wenn eingebrochen wird oder wenn hier Feuerteufel sein sollte oder so, dann machen wir hier auch wieder eine konzentrierte Aktion zusammen mit der Polizei, dass wir hier tagelang hintereinander Streife machen. Mindestens 3-mal im Monat ist jeder der 10 Männer und Frauen in der Nacht unterwegs. Sie patrouillieren in den dunkelsten Ecken der Stadt zwischen Garagen- und Kleingartensiedlungen. Ohne Angst, wie sie sagen, obwohl die Kriminalität in der Grenzregion zu Polen stetig zugenommen hat und heute weniger Polizeistreifen unterwegs sind als früher. Wir werden hier nicht, ich sag mal, die Helden spielen. Wir haben von der Sache her nur Jedermannsrechte, wie jeder andere Bürger auch. Wenn wir sehen und beobachten, dass eine Straftat begangen wird, dann werden wir auch dagegen einschreiten. Allerdings nur in der Form, dass wir dann auch die Polizei informieren. Brandenburgweit gibt es heute 426 Sicherheitspartner an 72 Standorten. Gerade an der Grenze wollen mittlerweile immer mehr betroffene Bürger ihre Sicherheit so selbst in die Hand nehmen. Unweit von Seelow überlegen gerade 3 weitere Gemeinden, ob sie in das Programm einsteigen. Denn genau wie Apotheker Christian Major trauen sie dort der personell ausgedünnten Polizei allein den Schutz ihres Eigentums einfach nicht mehr zu. Schon 3-mal stiegen Einbrecher in Majors Laden ein, 2-mal allein in der letzten Woche. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten aus Strausberg kommen, das heißt, die Anfahrt hat jeweils 1 Stunde gedauert. Der 2. Einbruch konnte schneller festgestellt werden, aber auch hier war es der Fall, dass die Polizei hätte schneller vor Ort sein können. Die Sicherheitspartner sieht er als willkommene Helfer, aber nicht als Lösung. Ich finde die Sicherheitspartnerschaften notwendig, ich finde sie gut. Ich finde es traurig, dass der Staat in diesem Falle kapituliert und nicht in der Lage ist, seine Bürger selber zu schützen. Auch wenn unsere beiden Bürgerstreifen bei dieser Tour nichts Verdächtiges finden, die Zivilisten in Uniform schrecken ab. Wohl auch dank ihnen ist es in Seelow in den letzten Jahren vergleichsweise ruhig geblieben. Bei uns im Studio begrüße ich nun den Innenminister von Brandenburg, Ralf Holzschuher. Guten Abend, Herr Holzschuher. Schönen guten Abend. Ja, Herr Holzschuher, 426 Bürgerwehren in Brandenburg, Tendenz steigend. Ist das Ihre Vorstellung einer erfolgreichen Sicherheitspolitik? Also da muss ich Sie erstmal korrigieren. Um Bürgerwehren geht es nicht. Und es sind auch keine selbsternannten Hilfs-Sheriffs, sondern es sind, wie Sie zu Recht sagten im Bericht, Sicherheitspartner. Das sind also Menschen, die sich bereit erklären, in ihrer Freizeit Polizei zu unterstützen. Und ist denn das überhaupt notwendig, dass die Polizei in Brandenburg Unterstützung braucht durch zivile Bürger? Erstmal, es ist in keiner Weise notwendig, um die Sicherheit im Land aufrechtzuerhalten. Aber wie definieren Sie denn Sicherheit? Natürlich, die Menschen wissen, dass Polizei nicht überall und zu jeder Zeit sein kann, präsent sein kann. Und da ist es gut, dass sich Menschen vor Ort, allerdings wohlgemerkt, diejenigen, die ausgewählt werden, die auch eine Schulung bekommen, kontrolliert in der Umgebung, in ihrer Nachbarschaft umgucken. Dass sie die Polizei dabei unterstützen, wenn es merkwürdige Dinge gibt, Hinweise geben. Was übrigens jeder machen kann. Ja, ich finde immer, dass es wäre gut, wenn mehr Nachbarn aufpassen zum Beispiel. Was passiert, wenn die Nachbarn im Urlaub sind auf dem Nachbargrundstück? Also wenn ich das zusammenfassen darf, Sie begrüßen das grundsätzlich, dass die Bürger aufmerksam sind. Aber definieren Sie mir doch bitte dann mal Ihre Sicherheit, Ihr Sicherheitsverständnis, wenn die Polizei auf solch eine Unterstützung flächendeckend angewiesen ist. Sie ist nicht flächendeckend darauf angewiesen, aber es ist eine gute Ergänzung.
polizeilicher Arbeit. Wir sind ja gerade dabei, die Präsenz der Polizei im Land zu stärken. Das wird sich auch deutlich bemerkbar machen. Und das, was wir im Augenblick sehen, die Sicherheitspartnerschaften, das ist eine Einrichtung, die wir Mitte der 90er Jahre eingeführt haben im Land und die sich bewährt hat als Unterstützung bei der Beobachtung des Umfeldes, sage ich mal vorsichtig. Wohlgemerkt, es sind nicht Selbsternannte, sondern es sind Menschen, die ernannt werden von ihrer Kommune mit polizeilicher Unterstützung. Die bekommen auch, wenn es möglich ist, eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber sogar. Die natürlich die Eigeninitiative sehen, weil sie das Bedürfnis haben, der Unsicherheit etwas entgegenzusetzen. Ich würde noch mal ganz gerne auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade angedeutet haben. Sie wollen die Präsenz der Polizei verstärken. Jetzt ist die Zielzahl für 2020 in der Polizeireform 7.800 Polizisten, von jetzt noch 8.250. Wie soll diese Präsenz denn dann bitte schön verstärkt werden? Wollen Sie vielleicht dann auch mehr Schreibarbeit unterwegs machen lassen? Denn Schreibarbeiten sind ja immerhin 50-80%, die so eine Arbeitszeit eines Polizisten ausmachen. Na, Sie sprechen sehr zu Recht an, dass es viele Aspekte bei der Polizeiarbeit gibt. Und da muss man Prioritäten setzen. Wir haben ganz klar gesagt, ich sage, wir brauchen mehr Präsenz auf der Straße, wir wollen mehr Streifenwagen. Wir wollen aber auch mehr verdeckte Ermittler, etwa operative Kräfte, also Kriminalisten, die mal in Zivil vor Ort sind und beobachten. Jetzt haben wir hier von der Grenzregion gesprochen. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal auch auf diese Grenzregion schauen. Genau. Die Soko-Grenze, das ist ja im Grunde genommen ein Sondereinsatz. Soll das zum Dauereinsatz dort werden mit den Hundertschaften der Bereitschaftspolizei? Man braucht einen langen Atem, gerade bei der Bekämpfung der Grenzkriminalität. Das ist so. Und deswegen werden wir mit Sicherheit die Präsenz in der Grenzregion aufrechterhalten. Und wir werden uns auf jeden Fall überlegen, in welcher vernünftigen Struktur das ist. Aber es wird auf jeden Fall eine starke Präsenz in bisherigem Umfang, mindestens im bisherigen Umfang, dort vor Ort geben. Vielen Dank, Ralf Holzschuher, Innenminister des Landes Brandenburgs.